und Betreuer Kindermädchen spielen müssen, um nach zweistündiger Anziehschlacht endlich das Zeichen zum Aufbruch geben zu können. Mannheims Torlawine rollt. Hier werden die Bambini aus Ravensburg in einem wahren Sturmlauf vom Eis gefegt. Ravensburg in dunkler Spielkleidung. Übrigens, Verletzungen und Strafminuten haben bei den Kämpfen der Kleinsten Seltenheitswert. Der Abwehrblock der Ravensburger hat es schwer, auf den Beinen zu bleiben. Cracks, die selbst auf Schlittschuhen und mit Helmen nicht die Höhe eines Eishockeytores erreichen. Und das ist 1,22 Meter groß. Gut, ach gut! Raus! Die Spielfreude lassen sie sich auch durch Zornausbrüche des Trainers nicht nehmen. Wenngleich einige ihren Spieltrieb noch am falschen Objekt austoben. Unschwer zu erraten, der MERC siegte. Mit 27:1 Toren. Am Tag zuvor hatte es gegen den gleichen Gegner noch 36:1 geheißen. Kein Zweifel, Mannheims Minis sind die Größten. Das, liebe Zuschauer, war vor 25 Jahren. Und ich freue mich jetzt, zwei der Bambini von damals begrüßen zu dürfen. Hallo Ralf Pülle und Thorsten Haag, schön, dass Sie da sind. Ralf, waren Sie auch so ein Naturtalent wie der Kollege eben im Film? Naja, Naturtalent, weiß nicht, sagen wir mal, ich bin vorbelastet. Mein Vater war Eishockeyspieler und ich habe dann irgendwie zwangsweise auch angefangen. War vielleicht gar nicht so schlecht. Zum ganz großen Durchbruch hat es am Ende nie gereicht. Immerhin zur zweiten Liga, aber ja doch. Naturtalent nicht, aber mit viel Training klappt das dann schon. Thorsten, Sie haben auch mit großen Augen diesen Film eben angeguckt. Sie standen ganz in der Ecke da in der Kabine. Mit welchen Empfindungen haben Sie den Film gesehen? Mit sehr großen. Also ich habe ihn schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen, den Film. Und war überrascht, wie toll das es damals war und wieder so ein bisschen die Erinnerung hochzukommen. Man sieht schon auch, die Ausrüstung war ganz anders, als sie heute ist. Sie waren vorhin in der Adlerkabine. Wie waren damals die Ausrüstung, auch die Schuhe? Naja, das war alles, sagen wir mal, noch nicht so ausgefeilt, wie das heute ist. Ne? Da war in den Schienbeinschützern war noch richtig Leintuch eingenäht zum Beispiel. Die Schlittschuhe waren sehr, sehr schwer. Unsere ersten kleinen Schlittschuhe, die mussten wir wirklich noch selbst aus Kanada importieren lassen. Also wir haben da Briefe hingeschrieben und dann haben Freunde aus Kanada uns große Päckchen geschickt, in denen dann Schlittschuhe drin waren für 5, 6 Jungs oder so, weil es das hier in Deutschland überhaupt noch nicht so gab. Also das waren schon ganz andere Zeiten, als wir das heute haben natürlich. Thorsten, Sie kommen aus einer Eishockey-Familie. Ihr Vater ist Eishockey-Trainer gewesen, Ihre Geschwister sind auch beim Eishockey. Mussten Sie praktisch Eishockey spielen oder hätte es auch eine andere Sportart sein können? Ja, das hat irgendwann mit dem Eishockey angefangen und hat sich dann so entwickelt. Das hat sich dann immer mehr reingesteigert. Irgendwann waren wir alle dabei und war eine Riesensache. Also erinnere mich gerne zurück. Wie ist denn das, beim eigenen Vater als Trainer zu arbeiten? Ja, nicht immer leicht, aber man wurde nicht anders behandelt wie die anderen Spieler auch. Und von dem her war es eigentlich kein Problem bei uns. Ralf, wir haben gesehen, in der Kabine wurde gesungen. Wie war denn der Zusammenhalt unter den Kids damals? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Lied haben wir wirklich sehr, sehr häufig gesungen. Das haben wir in der Kabine gesungen, das haben wir im Bus gesungen, auf Auswärtsfahrten. Ich muss sagen, das war von Beginn an eigentlich eine starke Truppe, die wir da hatten. Und als wir den Film jetzt eben gesehen haben, habe ich doch fast alle wiedererkannt, auf Anhieb, die da rumsaßen. Was auch wirklich kein Wunder ist, denn mit dieser Truppe sind wir gewachsen. Also wir haben dann gespielt bis zu den Junioren im Prinzip, bis zu dem Punkt, an dem wir uns dann nach ganz Deutschland verteilt haben und die Profimannschaften gegangen sind. Es war die erste Truppe beim MERC, die richtig auch im Nachwuchsbereich später dann Erfolge hatte. Wir sind Dritter bei der Deutschen Jugendmeisterschaft geworden, haben Junioren-Bundesliga gespielt. Das zieht sich eben durch bis heute, denn diese Truppe, so wie sie in diesem Film von 1982 zu sehen war, die trifft sich heute noch
Wir versuchen es immer einmal im Jahr zu einem sogenannten All-Star-Game. Da gehen wir hier zum Thorsten nach Eppelheim und spielen dann da so ein Saisonabschlussspiel. Und wir haben nicht so sehr viel verlernt, muss ich sagen. Thorsten, wir haben es gerade gehört, Sie sind in Eppelheim Trainer. Heißt das, wenn man einmal Eishockey spielt, der Virus lässt einen nicht mehr los? Ja, ich glaube, das ist bei vielen Sportarten so. Was man halt macht oder was man mit Freude macht, da bleibt man eigentlich immer dabei. Und ich konnte bis heute noch nicht loslassen. Wenn man sieht, wann der Tag kommt, aber es wird sich wahrscheinlich noch lange, lange hinauszögern. Wir haben uns gefreut, dass Sie beide heute mit uns dabei waren bei Sport am Montag. Vielen Dank für den Besuch hier in Mannheim. Markus Kuhl, wir haben die alten Zeiten gerade gesehen. Es gibt aber auch was ganz Neues, was ganz Verrücktes. Kennen Sie Broomball? Ja, ich glaube, es ist ein Spiel mit Besen und Ball, aber ich lasse mich gerne von Ihnen erklären, was es wirklich ist. Genau so ist es. Es heißt nämlich auf Deutsch Besenball und ist um 1900 etwa in Kanada entstanden von Straßenarbeitern. Mittlerweile ist es in Kanada ein Volkssport, der von mehr als 30.000 Athleten betrieben wird. In Deutschland gibt es nur eine Mannschaft, und zwar in Bad Liebenzell, die Flying Brooms. Und die fliegenden Besen, die hat Tanja Steinbach mal im Spiel beobachtet. Damit hat alles angefangen. Und das ist inzwischen daraus geworden. Man kann sagen, Broomball ist ein bisschen wie Eishockey ohne Schlittschuhe. Die Ausrüstung ist ähnlich, pro Team stehen 6 Spieler auf dem Eis und es gelten ähnliche Regeln. Aber Broomball spielt man mit einem etwa handballgroßen Gummiball. Der Schläger wird durch eine Art modernen Besen, einen Broom, ersetzt. Und statt Schlittschuhe gibt es Spezialschuhe mit Gummisohlen. Am Anfang war das nicht ganz so professionell. Damals haben eben einfach die Arbeiter eben so einen Reisigbesen genommen, haben den irgendwo eingetunkt in eine Flüssigkeit, und in Kanada ist ja bekanntlich kalt. Das Ganze ist dann gefroren und dementsprechend haben sie sich dann noch einen Ball gebastelt, auch aus irgendwelchen Materialien, sind dann raus auf die glatten Flächen, sei es jetzt die Straßen oder zugefrorenen Seen, und haben dann angefangen zu spielen. Für die Leute, die sich damals eben keine Schlittschuhe leisten konnten. Broomball wird auch auf Wettkampfebene in gemischten Mannschaften gespielt. Aber egal ob Mann oder Frau, von jedem wird voller Körpereinsatz erwartet. Benutzen darf man im Spiel eigentlich jedes Körperteil. Ich darf meine Hände benutzen, um den Ball runterzuholen. In der eigenen Hälfte darf ich mir den Ball sogar vorlegen. Ansonsten darf ich den Ball auch mit dem Fuß passen. Das heißt, wenn jemand sehr fußballerisch begabt ist und den Sport anfängt, hat natürlich auch Vorteile in dem Sinn, weil er den Ball ja auch mit dem Fuß spielen darf. Er darf lediglich Tore nicht mit dem Fuß erzielen, ebenso nicht mit der Hand. Tore dürfen wirklich nur mit dem Schläger, mit dem Broom erzielt werden. Am Wochenende gab es ein Freundschaftsspiel zwischen den Flying Brooms und der Schweizer Nationalmannschaft. Die Gäste in den grün-weißen Trikots waren deutlich überlegen. Kein Wunder, in der Schweiz gibt es eine komplette Broomball-Liga. Bei uns in Deutschland dagegen nur eine einzige Mannschaft, die Flying Brooms aus Bad Liebenzell. Da bleibt natürlich die Frage, gegen wen spielen sie? Wir spielen im Prinzip nur gegen uns selbst im Training. Aber das reicht uns natürlich nicht. Deswegen organisieren wir einmal im Jahr ein eigenes Turnier. Und fahren natürlich auch ins Ausland, europäische Ausland bisher noch, weil uns für die weiten Strecken noch das Geld fehlt. So fahren wir einmal oder zweimal im Jahr ins Ausland, nach Italien oder in die Schweiz, und nehmen dort an Turnieren teil. Das Spiel gewannen die Gäste aus der Schweiz mit 3:1. Macht aber nichts. Der Ehrentreffer kurz vor Schluss wurde von den Flying Brooms schon fast wie ein Sieg gefeiert. Schließlich hat man noch vor ein paar Jahren mit 10 Toren Unterschied oder mehr verloren. Kein Wunder, bei so wenig Konkurrenz im eigenen Land. Ja, das sieht ja schon aus wie Eishockey, ist aber nicht Eishockey, liebe Zuschauer. Markus Kuhl, wäre das vielleicht eine echte Alternative, dass Sie in Ihr Programm aufnehmen könnten für Schlittschuhmuffel? Wäre eine Alternative, vor allem die Jungs, die Kleinen, dass sie sich ans Eis gewöhnen und eben mal spüren, wie glatt es ist, wäre das bestimmt für das Nachwuchsprojekt ein sehr interessanter Gedanke. Vielleicht können Sie sich ja mal bei den Flying Brooms informieren, wie es funktioniert. Sie sind heute auch nach langer Zeit mal wieder auf dem Eis gestanden. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie mal wieder die Schlittschuhe angezogen haben? Ja, insgesamt jetzt 14 Jahre. Und vor allen Dingen so lange. Ja. 2-3 Stunden auf dem Eis oder ich sage jetzt mal eine halbe Stunde. Man friert, ja. Kribbelt es denn schon wieder in den Beinen?
So teilweise schon, aber ich denke, wenn ich draußen bin, meinen Kaffee trinke, dann fühle ich mich wesentlich wohler. Sie müssen aber jetzt nicht mehr länger frieren, denn wir sind schon am Ende, liebe Zuschauer. Für uns war es sehr, sehr interessant, mal diese Nachwuchsarbeit hier in Mannheim zu beobachten. Vielen Dank, Markus Kuhl, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und liebe Zuschauer, weiter geht's natürlich jetzt mit der Landesschau. Da wünschen wir Ihnen viel Spaß. Und Sport am Montag gibt es wie gewohnt wieder heute in einer Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wir gehen jetzt gleich nochmal ins Getümmel. Versuchen ein paar Plätzchen. So, willkommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke. Ja, danke. Hier ist er. Danke. Sehr gut. Ach so, so rum mehr. Ja. Er ist schon sehr talentiert, ja?